Herzlich willkommen auf der Buckelpiste. Oh. Heute wahlweise mit feuchtem Laub, nässe Pfützen und arschkalt. Bin erstmal umgezogen und hab zwar alle Kisten inzwischen ausgeräumt, aber es gibt halt immer noch verdammt viel zu tun, was viel Zeit frisst neben dem Job. Dann war ich in Portugal, bisschen surfen, um mal Abstand zu kriegen. Mit sehr netter Begleitung. Noch einen Tauschschein gemacht nebenbei. Also das klingt jetzt nicht nach so viel. Aber wenn man halt eine 40-Stunden-Woche hat, dann ist es recht nervig, dann abends noch was zu machen, wenn es dann halt auch schon wieder so stockdunkel wird, wie es das inzwischen tut. Hilfe, ich werde von Blättern bombardiert. Wie wahrscheinlich viele andere auch, habe ich nur ein Saisonkennzeichen. Das heißt, ich glaube, jetzt am Montag ist dann Schluss für dieses Jahr. Und das Wetter war in der letzten Zeit einfach dermaßen bescheiden. Entweder feucht oder kalt oder kalt und feucht, dass ich nicht viel gefahren bin. Und das ist jetzt die letzte Tour vor der Winterpause. Ich habe mir so ein Ablagerungslösezeug in den Motor gekippt, das irgendwie so Vergaser, Einspritzer, Pumpen, Schläuche, sonst was von Rückständen befreien soll. Und ich dachte, ich nehme mal die herbstlich schöne Route, auch wenn das vielleicht ein bisschen gefährlicher ist durch das ganze Laub. Danach gibt es dann nochmal eine Volltankung. Und dann kommt die Batterie raus und dann wird die Kleine schön zugedeckt, dass sie nicht kalt wird. Und dann gucke ich immer mal nach ihr, aber gefahren wird dann nicht mehr. Das ist richtig schön herbstlich, muss ich gestehen. Ich hoffe auch, dass ich jetzt nicht gleich zu bibbern und zu Zähneklappern anfange. Ich habe mehr an, als wenn ich Snowboard fahren gehe. Nur so als... Ich habe zwei Schichten langer Mann an und noch Vlies und was weiß ich was. Ja, irgendwie bin ich halt doch ein Sommerfahrer, habe ich so gemerkt. Aber noch ein letztes Mal musste sein. Ich werde es vermissen. Richtig entspannt. Naja. Scheiß drauf. Ah. Das waren die täglichen 200. Einmal so kurz hochdrehen ist, glaube ich, auch zum Verteilen von dem Zeug im Motor ganz gut. Ich mache das also rein aus wissenschaftlichen Gründen. Sie dürfen, Madame. Ich habe mir übrigens für die Winterpause, und nein, ich kriege kein Geld dafür, ich habe ganz normal für das Spiel bezahlt, und zwar viel zu viel, einfach weil es sauteuer ist, habe mir für die Winterpause Ride 2 geholt auf der PS4. Ich muss mal gucken, ob ich da so die ein oder andere Idee umsetze. Da gibt es nämlich jede Menge Modelle zu fahren. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe es schon mal kurz angezockt. Wenn ihr also auch das Bike stehen lassen müsst, aber irgendwie es nicht ganz sein lassen könnt, ist das sicherlich eine Option. Und da gibt es auch garantiert andere. Also ich will jetzt nicht Ride 2 und PS4 irgendwie highlighten. Das ist Zufall, dass ich das habe. Pferde? Schafe? Tiere?
Ich hoffe, ihr kommt wohin, wo es wärmer ist. Und damit meine ich nicht die Pfanne. Sagen, Füchse sind gar keine Rodeltiere. Vielen Dank fürs Mitfahren. Ich hoffe, das war eine nette letzte Tour. Vielen Dank für inzwischen ein gutes Jahr Videos gucken an die, ich glaube, 8 Leute, die es momentan sind. Freue mich, wenn es euch gefällt. Ja, jetzt muss ich die Kleine erstmal in Ruhe lassen, in den Winterschlaf schicken. Tschüss, Baby. Ich freue mich auf dich.